Okay, Freunde, der Zähler ist wieder mal auf Null. Wir befinden uns in Eckharz im Allgäu und wir starten wieder unseren Trip aus der Fußballnation Deutschland nach Österreich. So, wir haben es endlich geschafft. Wir sind da. Wir präsentieren mit Stolz Alis neuer Kühlschrank. Hier oben. Echter Schmeck. Gott Schmeck. Ein Schmeck in Mint. Alles voll. Alles sehr voll fein. Halt, die Begrüßung fest. Also Leute, hier ist unser Ingenieur, der Sigi, der unser ganzes Zeug baut. Happy Birthday. Das ist übrigens unser Pinky Mann. Ja, servus. Bitte. Ja, bitte. Ja, das ist Etappe Nummer 1. Tag Nummer 1. Heute Abend haben wir Fußball. Auf jeden Fall seid ihr morgen dabei, wenn wir nach Wien fahren. Und bis dann. So, guten Morgen. Gestern haben wir noch ausgiebig den Geburtstag von unserem Spezi gefeiert, weil man wird ja nur einmal 24. Und sind wir fit? Ich? Logisch. Weil der Erste, der ins Bett gegangen ist. Sagt die sogenannte Schnapsdrossel. Die Frage des Tages. Ja. Wer war der Dude wirklich? Ja. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Big Lebowski. Wo ist dein Bademantel? Heute ist Kaiserwetter. Ich glaube, wir haben nachher 45 Grad im Auto. Ich glaube, 3 bis 4 Stunden fahren wir nach Wien. Und die Prognose ist, dass wir dahin schmelzen werden. Weil es so schön ist, dürft ihr am Armin zuschauen, wie er das einlädt. Weil er mag nämlich laden in der Hitze. Ja. Ich habe das Auto daheim geladen, jetzt lade ihm alles erzeugt, da gehört unter anderem das dazu. Die drei einzigen Sommertage, die es dieses Jahr geben wird, sitzen wir in so einem Auto. Die werden wir da drin verbringen, 1600 Kilometer. Wundervoll. Ihr seid dabei. Da ist er, der Untersberg. Wir parken beim Gary. Der wohnt nämlich da drin, irgendwo. Schauen wir mal, ob wir ihn rausläuten können. Und da ist er, der Künstler. Was ist da los? Nachts werden du zu die Kerben lernen. Und ist erträglich hinten drin. Passt wunderbar. Ja, Fahrtwind macht es erträglich. Hier ist eh leichter Wind, gell? Ja, da habe ich hauen am Kalender geschaut, heute geht drin. Wir mag, das geht. Eins fix drei, ein paar Minuten später sind wir schon da, in Wien. In Wien. Wienzeile. Wo befinden wir uns? Auf der rechten Wienzeile. Rechte Wienzeile. Und wir werden jetzt für euch die Schönheit Wiens dokumentieren. Da ist es. Die wienerische BIM, sagt man da so? Da sagt man so, zur BIM. Da ist ein BIM. In Hitzing sind wir. Ich bin verliebt. In Hitzing sind wir. Du bist verliebt? Ja, man sagt doch, Wien, die schöne Frau, und ich hab das genau verstanden. 95 Meter, ich kann es mir nicht ganz klappen. Am Reigen. Mitten in Wien. Da stehen wir sogar auf dem Banner drauf. Wunderbar. Mitten in der Großstadt ist es immer dasselbe, kein einziger Parkplatz und wir müssen jetzt hier stehen und warten, ob sie uns verhaften oder nicht. Und ich sehe sogar, da hängt unser... Ah,
da stehe ich sogar mit Namen drauf. Das ist ja Wahnsinn. Schau dir das an. Fein. Es ist auf jeden Fall mal kühl hier drin. Ja, Freunde, das nenne ich mal einen Club. Schaut euch das an. So, Soundcheck ist gemacht. Ich glaube, es klingt ganz gut. Ja, jetzt geiler Club. Gehen, Backstage gehen. So schaut's aus, Freunde. Jetzt müssen bloß noch 150 Leute kommen, dann passt das gut. Da, aufgestellt die Buben. Hey, sehr schön. Hey. Das ist ein ordentlicher Backstick. Sehr fein. Ja. Ich würde sagen, passt. So, jetzt müssen wir unsere Koffer aus dem Auto holen und ich glaube, das wird eine harte Aufgabe hier an der Straße. Ja, wir warten jetzt mittlerweile seit 25 Minuten. Jetzt machen wir die Zimmerbegehung, auf die jeder schon wartet von euch. Hotelier-Experte Armin Armand de Pugnier-Bruckmeier. So, jetzt geht's los. Ich werde euch jetzt mal zeigen, wo sie uns einquartiert haben. Wie geht's mit uns die Treppen auf? Axel kann das später im Zeitraffer machen, wir zählen mit. Und schon sind wir da. 1, 2, 3, 4, 5. Achso, das ist nachher 60, ja? 50 wären es, ja. Reigen Live Rooms. Heute, ich glaube, ich bin. Wir haben die Zimmer Nummer 1. Das wird wohl hier sein. Und schaut euch das mal an. Da werden wir pennen. Ist ja, glaube ich. Klo? Ich glaube, es hat kein Bad. Hier lässt sich's wohnen in Wien. Ist das Wachs oder echt? Das ist Wachs. Wachs. Unsere Terrasse. Separé. Ich weiß nicht, ob ich mit der Größe zufrieden bin, ob ich mich hier entfalten kann. Aber hier geht es noch weiter. Wir sind ja noch lange nicht fertig. Weil hier nämlich auch noch einer pennt. Aber 400 Quadratmeter im Catering. Und hier pennt auch noch einer drin. Aha. Mit Kunst. Wir werden versorgt mit Kunst. Antiken Möbeln. Roten Türen. Gibt's dich zweimal? Doppelt so cool. Ja. Man nennt es den Doppelmin. Ja, und Föhn hat sich auch. Das ist vergessen nach Hause Föhn. Passt eigentlich. Ziemlich cool. So. Du kannst dich jetzt waschen. Und jetzt kann ich mich nicht waschen, nein, weil jetzt dürftet es ihn nach einem Weißbier. Und vorher müssen wir den Spezies noch klar machen, dass wir keine Gutscheine gekriegt haben. Ja, genau. Bis jetzt sind wir begeistert von Wien.
es wird nicht allzu viel los sein, aber trotzdem wird es uns Spaß machen zum Spielen. Ja, auf alle Fälle. Ist das Händchen schon geschmeidig? Geil. Jetzt. Jetzt ist geschmeidig. Ah, sehr gut. Wir haben gespielt im Reigen in Wien und es war besser als erwartet. Ein sehr feiner Club, muss ich sagen. Ganz, ganz feiner Club. Das nächste Mal werden richtig viele Leute kommen, wenn wir spielen. Ja. Und für wenige Leute war es trotzdem eine gute Stimmung. Und jeder hat uns sehr Spaß gemacht. Hat uns geliebt. Also wir kommen sicher wieder. Und morgen fahren wir weiter nach Bad Mitterndorf. In das feine Styria. In Styria? Was ist das? In Steiermark. Ah, in Steiermark, jawohl. Ja, da. Ja, ja. Wir brauchen das Auto nicht mehr bewegen. Wir werden jetzt einfach noch gemütlich ein paar Bier trinken. Und wir können morgen um 11 auschecken und einräumen und so. Das freut uns sehr. Perfekt. Und ihr seht hier, da ist der übrig gebliebene Fantisch. Alle beisammen. Auch der Armin ist dabei. Bis morgen. Bis morgen. Ciao, ciao. So, Freunde, ich muss euch das jetzt noch kurz zeigen. Es ist 12:30 nachts und da ist der Mond. Und es hat noch 26 Grad. Und werde jetzt noch einen Schlummertrunk genießen und sage euch Prost, bis morgen.